Das Byzantinische Reich, es ist größer geworden. Es hat sich zwei Stadtstaaten einverleibt und wir setzen unsere Reise fort auf dem Weg zur allmächtigen Macht. Und dieses Reich, es wird fallen. Ich würde es gerne mit Atomwaffen beschmeißen. Leider haben wir noch nicht keine Atomwaffen erforscht. Ja, wir sind auf dem Weg zur absoluten Weltherrschaft. Und Attila ist bereits gefallen, nicht durch unsere Hand, aber durch hinterhältige andere Mächte. Ja, wir bringen uns so langsam mit unseren neu erworbenen Fregatten in Position. Wir wollen mal wissen, was da so abgeht. Okay, ja, Fernkampf haben die... okay, die haben auch eine eigene... Wassergeuse. Da... Wassergeuse. Oh! Fuck. Wir haben ja zahlreiche Küstenräuber 2. Ah, okay, ja. Okay, das sind Riesenschiffe. Ah, okay. Okay, interessant. Shit. Zerstörer. Ja, den Zerstörer, den kriege ich zu spät. Den Zerstörer kriege ich zu spät. Das muss jetzt halt per Fregatten müssen das jetzt regeln. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das zerstört jetzt ein bisschen meinen Plan, den ich hatte. Ja, wir bringen uns aber auf jeden Fall schon mal in Stellung. Genau. Ihr erinnert euch, hier gab es eine wunderbare Küstenstadt. Sie waren alle fröhlich, vergnügt, hatten Wohlstand. Sie hatten eine Plantage mit Bananen, sie hatten Eisenerz, sie wurden gesegnet mit einem Markt. Sie hatten viel Geld, hatten ausreichend zu essen, waren ein kleines Fischerdorf, wurden hinterrücks niedergerungen. Ja, feigen Holländer, Schweine oder auch Niederländer genannt. Ja, ich habe dazu gelernt. Und diese Schweine werde ich vernichten. Die werden alle die Stadt niederbrennen. Wir werden alle sterben, sterben, sterben. So. Oh, mir ist nicht entgangen, dass ihr eine große Zahl von Einheiten entlang meiner Grenzen stationiert habt. Ich empfehle euch, sie abzuziehen, um meine Bürger nicht unnötig zu beruhigen. Wir kommen nur in Frieden. Sie sind nur zu einer Sightseeing-Tour da. Sie wollen nur mal Utrecht von näher betrachten. Na? Kriegerische Akt. Die haben doch sowas nicht vor. Sowas Banales. So ein Blödsinn. Wie kommt denn der nur auf so eine Idee? Ich weiß auch nicht. Prag hat Napoleon den Krieg erklärt. Die Stadtstaaten sind auch ein bisschen aggressiv unterwegs, habe ich so das Gefühl. Sehr gut, jetzt haben wir Stein bewirtschaftet. Das ist doch auch mal richtig nice. Ja, wir können aber hier gleich weitermachen mit Sägewerk und Dingen. Das ist doch ganz gut so. So, hier können wir schon auf die Stadt draufschießen. Ich an seiner Stelle würde schon anfangen, eine Burgmauer zu bauen. Wir werden aber auch Landeinheiten rüberschicken. Wir werden auch Landeinheiten rüberschicken. Geht die Belagerung schneller. Okay, ein Nahkampf, ein Fernkampftrupp. Fregatten zur Unterstützung. Ah, wobei, wir werden erstmal die Fernkämpfe ausschalten. Das werden wir jetzt erstmal machen. Genau. Da seht ihr es, ihr Schweine. Ich werde euch so niederbomben. Da könnt ihr gar nicht mal schauen. Wir haben so viel Geld. So, wir sind so reich. Wir sind so reich, dass wir euch einfach nur platt machen können. Mann. Wir schauen euch an, sagen okay, ja, wir peilen euch ungefähr an und schon seid ihr tot. Ihr seht den Blitz gar nicht kommen, der einfach euch niederstreckt.
einfach euch tötet, auseinandernimmt, eure Frauen und Kinder auseinanderreißen. Ruhigblut, verdammt sogar. Ruhigblut. Er hat dir doch nur eine Siedlung kaputt gemacht. Das war meine Siedlung! Ich wollte ihn erobern! Wir brauchen mehr Land! Unser Volk, es muss gedeihen! So. Nein, wir sind nicht die Deutschen. Mein Spann. Jetzt hat keine Witze mehr, ne? Nee. Ganz einfach, wir müssen gewinnen, indem wir alle zerstören. Und deswegen ist das doch ganz legitim. Alter, ey, Kamera, ja, ohne Witz. Oh, der zieht, fängt jetzt schon an. Der hat die Truppen abgezogen. Kann das sein? Jetzt zieht er die Truppen rein. Der ist nicht doof. Also eventuell sollten wir schnell handeln. Ah, shit. Wir haben noch nicht so viele Wassertruppen, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen... Ja, und darüber bekommen wir keine. In der Musikergilde. Oh, bauen wir die Sixtinische Kapelle dort. Ah, das ist nicht gut. Wir haben nur 500... Oh, Alter, 60 Gold pro Runde. Das ist schon echt extrem. Das ist schon echt extrem, ne? Wir werden so sterben. Die Zitronen werden uns gehören. Großer Händler. Wir schwimmen noch nicht in Geld, aber ein großer Händler, der muss her. Oh, Handelsmission. Das interessiert uns nicht. Wir suchen uns eine der kargsten Gegenden aus und dort kommt ein Markt hin. So. Eine freie, die nehmen wir doch gerne. Was forschen wir eigentlich gerade? Fünf Runden, ja, 9 Runden nehmen wir wohl am besten, ne? Artillerie. Panzerschiff. Ja, wir nehmen Metallverarbeitung, da können wir einen Schütze schneller ran. Nice. Aus schlechtem Stahl. Jetzt hier Arsenal. Ein gutes Messer gefertigt. Ja, Seehafen würde ich jetzt noch schnell reinklatschen, aber wir brauchen dringend Karavelle. Schneiderkundungs. Eine Fregatte brauchen wir. Könnte ich zufällig auch eine Fregatte kaufen. 770 Gold. Geht relativ schnell. Wobei, wir könnten Freibeuter kaufen, ne? Wobei, wir lassen uns tatsächlich Freibeuterschiffe bauen. Warum nicht? Ja, du musst leider weitermachen. Wir brauchen Helden-Epos genauso. Schwierig. So viel Fernkampfeinheiten, das ist gar nicht gut. Aber echt schon viele Fernkampfeinheiten. Bringen wir die mal in Stellung. Nicht gut. Okay. Scheiße, da kommen noch mehr Leute. Ey, ich glaube, wir müssen jetzt einen Angriff beginnen, ansonsten sieht es nicht ganz so gut aus. Ne? Aber nein, wir überstürzen nichts. Ja, also. Wir können sehr viele Marineeinheiten bauen und die dann später auch für den Kampf in seine Gegend reintragen. Deswegen, warum nicht? Und vor allen Dingen, wir können ein bisschen platt machen, wir können ein bisschen Einheiten abschlachten und alles und dann können wir
ordentlich hier mit Groningen da draufhauen. Und deswegen, ja schade, Pikini könnten wir jetzt halt zu Lancien upgraden, aber wir haben das, die Gegend gehört leider uns nicht. Uns gehört sie leider nicht. Fuck. Ja, schade, Vorausberechnung gibt es leider nicht. Das gibt es leider nicht. Dann könnte ich planen. So, da kann er immerhin schon mal stehen. Können dich dann auch irgendwann mal befördern, ne? So. 3 Gold. Muss man mal schauen, was hier, wie viel Gold das bringt und wie viel das hier dann bringt. Aber ich hätte es gerne hier weiter drinnen. So weit außen eine Spezialisierung ist kacke. Das hier zum Beispiel ist nicht gut. Das müsste ich mal theoretisch mit dieser Insel absichern. Aber ich würde sowieso hier draußen bauen. Eventuell. Aber da will ich ehrlich gesagt auf Kohle und alles warten. 25 Gold, 5 Gold die Runde, Zucker. Ja, sorry, nein. Bunkern das lieber. Ja, mir auch. Fuck off. Shit, der hat schon seine Scheißinsel schon zugestellt. Alter, da, hier geht's rund. Was geht denn hier? Sind die im Krieg oder was? Alter. Läuft bei denen. So. Dann kaufen wir mal hier Freibeuter. Und leider nicht so effektiv. Küstenräufer. Kampfstärke im Nahkampf gegen Marineeinheiten. Ja, machen wir Küstenräuber. Ja, ey, ihr nervt. Ohne Witz, Sansibar, bewegt deine scheiß Leute da rein, damit ich endlich meine Ding hier aufstellen kann. 4 Nahrung. Es kommt tatsächlich drauf an, wo es steht. 4 Gold. Achso. Ja, ist eigentlich wurscht. Ja, 4 Gold. Das ist sehr gut. Bitte warten. Wir warten sie. Haben wir gewartet? Alter, da bewegt sich was. Das wird ein fettes Seebattle, das ich verliere. Nein, die Sixtinische Kapelle. Nein. Verdammt. Verdammt. Ja. Das sieht doch soweit jetzt hier nicht ganz gut aus. Scheiße, die haben auch eine große Seestreitmacht. 2. Ja, die sind nicht so gut, die Karavelle, oder? Mal kurz gucken. Karavelle. Ah, wobei 20 Kampf. 20 Kampfstärke, das ist natürlich schon ein bisschen was. Ah, wir kriegen auch 50 Gold pro Runde, von dem her. Paris, oder? Oh, 17 Gold. Hör mir auf. Stockholm, 18 Gold. Dafür kriegen wir ein bisschen religiösen Druck.
Ein Wissenschaftsertrag für uns. 16, 17, 14, 18, 1, 10, 2, 17, 2. Wir kriegen dafür aber religiösen Druck. Entweder mit 17, 2 kriegen religiösen Druck oder mit 18, 1. Ja, ich hätte gern keinen religiösen Druck. Wobei unser Druck ist extrem hoch. Ja, dann viel Spaß auf jeden Fall, ne? Großer Prophet. Gehören doch schon. Noch ein Glaubensding. Wobei, wir könnten theoretisch hier so ein Glaubensding bauen. Ja, machen wir das doch. So, Freibeuter. Boah, das wird ein fettes Sägenetz. Ja, wobei, ich möchte nicht in der Schussbahn. So, wir ziehen uns ein Stück zurück. Ich hab keinen Bock. Wir wollen ein bisschen abseits stehen. So. Okay. Ja. Amphitheater. Ja, du bist unser Kulturexperte hier hinten. Ja, verdammt, 33. Ja, fuck. Ah, da kommt nochmal. Ah, 4 Fregatten, 2 Galeeren, das ist nicht so gut. Ja, Karavellen, Entschuldigung. Unsere Seite 4 Fregatten, 1 Freibeuter und die haben ja noch ihre Sondereinheit. Ja, eventuell können wir ein bisschen mit dem Gemetzel was rausholen. Okay. Rotes Vorarm. Ja. Bauen wir das vor. Natürlich ein starker Boost, 25% durch Verteidigung. Is the following trade of interest to you? Ja. Wie viel Zucker haben wir denn? Oh, 3 Zucker haben wir noch. Ja, scheiß auf offene Grenzen, ehrlich gesagt. Ich hätte gern 5. Na, 9 Gold pro Runde. 2 Eisen willst du noch dafür. Kannst Pferde von mir bekommen. 2 Stück. Keine offenen Grenzen. So, danke. 75 Gold pro Runde. Gebt euch das mal. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das ist ein Gezug, der gefällt mir irgendwie nicht. Alter, wisst ihr, was geil wäre, wenn der einen Krieg mit Frankreich oder so anfangen würde? Und wir würden einfach hinterrücks Utrecht abgreifen. Das wäre nice. Aber das gefällt mir gerade. Die Bewegung gefällt mir nicht. Die Bewegung gefällt mir nicht. Also wir sollten hier drin auf jeden Fall... Eventuell sollten wir ja auf jeden Fall was stationiert haben. Produktion, Archäologie. So, Pekiniere, dann upgraded. Ja, Lancia ist so eine Sache, ey. Shit, ey. Fuck. Wir müssen uns auf jeden Fall unsere Grenzen zurückziehen. Ich hab keinen Bock, dass sie überfallen werden. So. Das sorgt immerhin schon mal für einen Ausgleich. Achso. Du solltest vielleicht hier drin stehen. Pff. Okay.
echt schon eine gute Flotte. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so krass unterwegs ist mit den Schiffen. Das haben wir nicht berechnet, meine Freunde. Was? Oh, da kommt er. Der kommt auf jeden Fall zu uns. Die Frage ist, wo er zuschlagen wird. Der kommt aber sowas von auf uns zu. Shit. Fuck, wir haben nicht viele Runden. Gott sei Dank ist unser Goldertrag richtig hoch. Ja, wir müssen Musikergilde abbrechen. Seehafen lassen wir durchproduzieren. So. Shit. So. Gott, damit habt ihr nicht gerechnet. Das ist schon mal gut. Schießpulvereinheit. Zwei Züge. Aber hat keine Fernkampf. Fregatte. Acht Runden. Acht Runden dauert zu lange. Können wir nicht aktuell. Ja, Produktion ist schon. Ja, Fregatte, scheiß auf Fregatte. Was wir jetzt brauchen, sind Fernkampfeinheiten. Ja, Schießpulvereinheit. Wir haben derzeit gerade keine andere Wahl. Shit, aber wir können gut aufstocken. Wir haben unser Militär auf jeden Fall gut aufgestockt. Er hätte nicht gedacht, dass der sich. Komm, ey, was ist da? Das ist eindeutig. Bereitest du dich auf einen Angriff vor? Ja, klar. Die war gut. Frage ist, auf was wartest du? Ich greife jetzt nämlich an. Diplomatie. Wiederum gegrüßt. Was laberst du für ein Karma? Ich fordere von dir. Utrecht. Ich muss weigern. Soll bloß einer Drohung jeglicher Grundlage entbehren. Klar, kein Problem. Krieg kannst du auch haben. Jetzt geben wir es ihm. Wichser. Stallungen. Ja, wir haben nur Schafe. Das macht nicht so viel Sinn, ne? Jetzt sollte man einen Hafen bauen. Hafen, dann können wir dann hier daraus was nutzen. Ja. Gij noemt u zelf een verheven vorst, maar. Je hebt euer Wort gebrochen! Fick dich, du hast dein Wort zuerst gebrochen. Ola, 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 ola! Was ruckelt denn hier so? Alter, ruckelt es. Was geht denn hier ab? Oh, Pelle. Das ist ein Frachter. So. Acht Stärke, gar nichts. So.
Ah, shit. Hier vorne ist die Wassergruse. Das ist nicht so gut. Darauf habe ich gar nicht geachtet, aber egal. So. So. Alles klar, wieso ruckelt denn das jetzt so? FPS-Einstürze vom Feinsten. Warte mal, dass sich das mal legt, ne? Okay. Ja. Jetzt hat sie es gelegt. Dankeschön. Er hat 200 goldige Plünderung erhalten. Cool. Ja, shit, die haben schon Musketiere. Das ist natürlich kacke. Ich habe die Einheiten ehrlich gesagt komplett vergessen. Dass wir die auch noch haben. Die habe ich komplett vergessen. Ja. Wollt ihr euch vorbeisneaken oder was ist da los? Kommt bei uns nicht vorbei. Bam, bam, weg mit euch. Bam, bam, weg mit euch. Shit. Damit kommen wir nicht mehr ganz nach hinten ran. Könnt keinen Fernangriff machen, ne? Okay. Bam bam. Bam bam, weg mit euch. Gut, 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 gut. Läuft bei uns auf jeden Fall gerade. Okay, ja, die Pikeniere sind gnadenlos unterfordert. Niederlage, ja. Erstmal einmal Rückzug.